Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 1 Director's Cut. Wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar in diesem Speicherraum, in dem die Proportionen ein bisschen komisch aussehen. Oder die Tür sieht sehr schmal aus für jetzt so Chris im Vergleich. Der muss so ein bisschen, ich meine, Chris ist auch ein bisschen breitschultrig vielleicht, ne? Wenn man sich seinen winzigen Kopf auf seinem riesigen Torso anguckt. Aber der passt da, der müsste ein bisschen schräg durch die Tür gehen, glaube ich. Passt kaum durch. Naja, was willst du machen, ne? So ist das eben manchmal. Soll ich das mitnehmen? Ich nehme es mit, aber ich pack's gleich nochmal in die Kiste. Ich drehe gleich nochmal um und pack's in die Kiste. Oh, die drei Zombies in dem Flur oben nerven mich immer noch. Wirklich, dass wir die nicht getötet haben. Vielleicht hätte ich doch versuchen sollen, die mit dem Messer zu töten. Aber es wäre wahrscheinlich blöd gewesen. Wahrscheinlich wäre es blöd gewesen. Ich hätte irgendwie... Ich weiß es nicht, was ich... Ich hätte... Hätte Fahrradkette. Jetzt machen wir weiter. Ich will mal kurz gucken, ob die Tür von außen jetzt genauso schmal aussieht wie von innen. Ja, vielleicht, ne? Ja, ist schwer zu sagen mit der Kameraperspektive. Naja, was willst du machen? Ich wünschte, ich hätte Zeit, die Bilder zu betrachten. Ich wusste gar nicht, dass Chris so ein Kunstliebhaber ist. Sowas aber auch. Ich wünschte, ich hätte Zeit, die Bilder zu betrachten. Ich habe seit 20 Jahren keinen echten Monet mehr gesehen wie diesen hier. Aber ich muss leider Zombies den Schädel spalten. Das ist das schwere Schicksal von Chris Redfield. Ich glaube, hier oben können wir jetzt aktuell auch nirgends weiter, ne? Das bedeutet, ich gehe wieder zurück und dann gehen wir nochmal unten. Ja, es ist einfach alles scheiße. Die drei Zombies einfach. Und jetzt gucke ich in mein Inventar und sehe, dass wir 21 Schuss haben und denke mir, oh, das reicht wahrscheinlich schon wieder nicht für die drei Zombies. Und kein einziger, weißt du, ich habe alle drei zu Boden geschossen und bin vorbeigelaufen. Hätte ich wenigstens einen davon oder zwei, vielleicht jetzt für zwei gereicht, die zu töten. Aber nee, ich habe alle drei angeschossen. Das wird mich mein Leben lang verfolgen, wird mich das jetzt. Zumindest diesen Playthrough lang wird mich das verfolgen. Wenn uns am Schluss die Munition ausgeht, dann werde ich sagen, oh Gott, hätte ich nur damals nicht diese drei Zombies angeschossen, dann hätten wir jetzt die letzten 10 Schuss Pistolenmunition, die ich brauche, um das Spiel durchzuspielen. Damn you! Wenig Arbeitsspeicher der PlayStation, der wahrscheinlich dafür hauptsächlich verantwortlich ist, dass sich Zombies regenerieren, wenn man sie nicht ganz tötet. Damn you! So ungefähr. Ach ja, was willst du machen? Habe ich jetzt eigentlich zufällig in diesem Let's Play schon 5-mal gesagt, was willst du machen? Ja, aber was willst du denn auch machen, ne? Das stimmt ja auch. Klick, klick. Bradum. So, ich befürchte, hier müssen wir jetzt die Hundis töten. Meine Güte, komm, Hund. Hey. Okay. Oh, die fressen so viel Munition auf Standard. Ah, oh, das ist echt nicht gut, ey. Ah, oh, das ist nicht gut. Das ist ungut. Hä? Willst du mich verarschen, Spiel? Warum ist da nichts? Oh, sehr gut. Da hatten wir Glück. Ist eigentlich das so, dass in dem Spiel... Ich habe das so im Hinterkopf, dass das zumindest im Remake so ist, ne? Aber ich weiß nicht, ob es hier so ist, dass man mehr Schaden macht. Warum ist denn... Ah, da ist was. Dass man mehr Schaden macht, wenn man näher dran ist. Ist das so?
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das im Original ein Ding war. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Remake ein Ding war, ne? Also keine Ahnung. Aber ich hoffe es sehr. Ich bete zu den Göttern. Jetzt muss ich hier nochmal kurz vorsichtshalber, ne? Manchmal sieht man es ja nicht so genau. Nee. Ich hätte auch gern einen Flur voller kleiner Holzkästchen, in denen einfach irgendwelche random Knochen sind. Das ist so gemütlich und einladend. Ich finde es total schön. Das war Sarkasmus, ne? Nur für den Fall. Nur für den Fall. Also wenn ihr jetzt schon irgendwie 1-1 gewählt habt oder irgendwie einen Staatsschutz oder so oder eine Therapie, Klinik. Nee, keine Sorge. Wenn, dann hätte ich natürlich gern ganze Leichenteile mit Fleisch und Haut dran, weil sonst, ne? Quatsch, Knochen, langweilig. Ich mache so Scherze drüber, aber Leute hängen sich tatsächlich ausgestopfte Tierköpfe und Körper in die Wohnung. Die machen das wirklich. Die stellen sich wirklich ganze Leichenteile ins Haus. Habe ich wenig Verständnis dafür, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ziemlich wenig Verständnis dafür. Aber was willst du machen? Ne? Ein Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Nein, kann man nicht mal kleine Schlüssel stapeln. Also manchmal ist das Spiel schon auf einem anderen Niveau gemein. Guckt euch diesen winzigen Schlüssel an. Nimm ihn einfach in den Mund, Chris. Steck ihn dir einfach in die Backe wie so ein Hamster. Weil warum, weißt du, wie... Ich stelle mir das wirklich vor. Ich stelle mir das wirklich vor, der findet in der Badewanne so einen kleinen Schlüssel, den er auch bestimmt irgendwo brauchen könnte und so weiter und so fort. Und dann geht er so alle an seiner Jacke und seiner Hose alle Taschen durch. Ne, da ist Munition drin und da ist das drin und hier habe ich schon einen anderen kleinen Schlüssel. Kann ich ja keinen zweiten kleinen Schlüssel dazu packen. Und dann sagt er so, na, dann muss ich den wohl leider einfach liegen lassen und geht einfach ohne weiter. Ich komme wieder. Ich hole den winzigen kleinen Minischlüssel, der hier so rumliegt, hole ich dann später ab. Kann man nichts machen. Jetzt hoffe ich fast, dass mich ein Gegner trifft, damit es sich lohnt, das grüne Kraut zu nehmen. Okay, mit Chris brauche ich aber wirklich die Schrubflintenattrappe, ne? Das bilde ich mir jetzt nicht ein. Ansonsten... Ja, aber was passiert denn? Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach die Schrubflinte nehme und dann in den Quetschraum gehe? Bin ich dann Game Over? Ich meine, mein Inventar ist wie gesagt eh voll, ne? Ich kann es jetzt eh nicht testen. Aber ich wollte mal gucken, ob hier zufällig vielleicht auch was anderes liegt. Munition oder so. Aber scheine nicht. Scheine nicht. Eine Urne mit einem hübschen Bild darauf. Nichts von Interesse. Anscheinend hat er nicht so... Die Ader für morbide Kunst hat er nicht, Chris. Ne? Die Landschaftsgemälde würde er sich gerne anschauen, aber zu Urnenbilder, die kann er nicht so richtig wertschätzen. Chrissy, Puppissy, Clara, Banera, Chili, Pupilli, Leon, Popion. Die vier. Jill, Claire, Chris, Leon. Die werden für mich, glaube ich, immer so das Resident Evil, die Resident Evil Crew bleiben. Ne? Ich habe nichts gegen viele andere Charaktere, die eingeführt haben und so weiter. Oh, come on! Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass der noch lebt. Aber die vier sind einfach, die vier sind's. Die besten Horrorfreunde weit und breit. Ist er jetzt wirklich tot? Nicht, dass ich jetzt gehe und dann ist er wieder regeneriert. Das wäre schade. Ich glaube, er ist wirklich tot. Dann gehe ich jetzt und hol den kleinen Schlüssel noch schnell. Klick, klick.
würde manchmal gern so Soundeffekte einfach machen können. Mit meinem Mund einfach, ne? Es gibt Menschen, die können auf so hohem Niveau so Soundeffekte nachmachen. Und das hört sich dann einfach voll echt an. Und man denkt sich so, what the fuck? Und das wäre ein Skill, den hätte ich gern. Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen würde, dann wäre es die von dem einen Kerl aus Police Academy, der die Geräusche nachmacht. Das ist, ne, manche nehmen vielleicht das Flugkraft oder Unsterblichkeit, Unverwundbarkeit und so weiter. Nee, ich würde gern mit meinem Mund lustige Geräusche machen können. Das wäre mein Traum. Mein größter Traum ist es, mit meinem Mund lustige Geräusche machen zu können. Tja, kann man nichts machen. Kann nicht jeder mit so einer Fähigkeit geboren werden. Ich bin mir sicher, das ist kein jahrelanges Training und so. Das ist einfach nur, damit wird man geboren. Die Babys kommen zur Welt und machen ding, ding, ding. Und alle lachen im Kreissaal. Und dann weiß man, das ist ein Geräuschekünstler. Ein geborener Beatboxer ist geboren. So ist das. Tja. Im Endeffekt die ersten X-Men in unserer echten Welt, die werden später mal die Revolution der Mutanten anführen, die Leute, die echt gut Beatboxen können. Und vergönnt sei es ihnen. Wir kommen offensichtlich nicht klar, so gesamtgesellschaftlich, ne? Vielleicht ist es ganz gut, wenn es so eine Mutantenrevolution gibt. Ich bin für Magneto. Ich bin Team Magneto. Ich glaube, ich wäre der einzige Nicht-Mutant in Magnetos Truppe. Genau, diese scheiß Nicht-Mutierten. Aber Lance Grey, du bist selber nicht mutiert. Naja, ich meine alle anderen Nicht-Mutierten natürlich. Alle außer mir. Ach so, ja, na dann. Okay. Ah! Guckt, ich kann es einfach nicht so gut. Okay. Wie war jetzt das Rätsel gleich nochmal? Wie war die Reihenfolge gleich nochmal? Ich glaube, auf jeden Fall geht's los mit dem neugeborenen Baby. Möchten Sie draufdrücken? Ich bitte sehr darum. Neugeborenes Baby gedrückt. Hier haben wir jetzt ein junger Mann. Den wollen wir nicht drücken. Der junge Mann kommt erst später. Jetzt gucke ich mal kurz, was da gleich nochmal ist. Ein Bild von einem Kleinkind. Ich glaube, Kleinkind ist gut, ne? Ich glaube, jetzt kommt Kleinkind. Aber ich schaue nochmal kurz, was da... Aber ich glaube, da ist ein trauriger mittelalter Mann, oder? Ein lebhafter Junge. Ein verwegen aussehender alter Mann. Okay, dann passt auf. Dann machen wir jetzt erstmal das Kleinkind. Schalter drücken. Dann machen wir das Kind. Jawohl. Dann machen wir den jungen Mann. Jawohl. Dann machen wir den müden mittleren alter Mann. Und dann kommt der alte, der verwegene alte Mann. Und jetzt, ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn die Kräne auf uns losgehen. Yes. Sternenwappen.
Ich kommuniziere mit denen. Ich versuche sie zu besänftigen. Das heißt so viel wie nicht attackieren, ihr Arschkrampen, ihr Hässlichen. Das besänftigt Krähen, wenn man sie beleidigt in ihrer eigenen Sprache. Das mögen die. Andere sind da eher so ein bisschen, ne? Andere Spezies reagieren da eher negativ, wie Menschen zum Beispiel oder Nacktmulle, wenn man sie beleidigt in ihrer eigenen Sprache. Aber Krähen mögen das. Die sind da so ein bisschen, weißt du, sie sind so ein bisschen Rabauken. Die finden das lustig. Die reden auch untereinander so. Na komm, Hundi. Man kann sich übrigens wirklich, jetzt ohne Scherz, und das finde ich eigentlich voll cool und das würde ich gerne mal machen, wenn ich irgendwo ein Nest finde, man kann sich wirklich mit Krähen anfreunden. Also die sind eben wirklich super intelligente und super soziale Tiere. Die sind uns Menschen gar nicht unähnlich. Die haben ein intensives Verständnis von ihrer physikalischen Umwelt. Mehr als mancher Mensch, könnte man meinen. Und mit denen kann man sich anfreunden. Die erkennen Gesichter, die erkennen Menschen, die können das unterscheiden. Und wenn du nett zu Krähen bist, zu Rabenvögeln allgemein, auch zu Raben oder zu Elstern, dann checken die das und dann erkennen die dich wieder und dann freuen die sich, wenn du kommst oder eben auch nicht, wenn du ein Arsch bist. Und man kann die tatsächlich, wenn man weiß, okay, irgendwo brütet gerade eine Rabenfamilie in meiner Nähe, kann man denen so ein bisschen Snacks bringen. Kann man denen immer wieder mal so ein bisschen Essen vorbeibringen, die beim Brüten unterstützen, ne? Und die wissen das zu schätzen. Die mögen einen dann. Die besuchen einen dann, sagen Hallo, ne? Die beschützen einen auch und sind coole Freunde einfach. Da gibt es diese eine Geschichte, die ich auf Reddit gelesen habe. Ne? Reddit-Geschichten nicht immer für voll nehmen, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem eine schöne Geschichte von der Studentin, die sich eben genauso mit so Raben angefreundet hat und nach eben am Anfang nur so mit ein, zwei oder mit dem ersten Rabenpärchen und dann mit so einer ganzen Rabenfamilie, einem ganzen Block so. Und die haben sie dann auch wirklich in ihrem Garten öfter besucht und das war voll cool. Aber immer wenn Besuch gekommen ist, wenn Nachbarn vorbeigekommen sind, fanden das die Raben gar nicht gut. Die haben die Nachbarn als potenzielle Gefahr gesehen und haben immer so, na, die haben die nicht wirklich attackiert, aber immer so Tiefflüge auf die gemacht, haben sich so auf die gestürzt und waren da schon so ein bisschen unangenehm, ne, möchte man sagen. Und dann ist die zu einer Tierärztin gegangen, weil sie eben gefragt hat, okay, was machen wir denn da jetzt? Die Raben mögen mich und sind meine Freunde und sind in meiner Nähe. Das finde ich ja cool und ich wüsste auch nicht, wie ich die jetzt loswerde. Aber die Nachbarn werden halt belästigt, wenn die mal an meinem Grundstück vorbeigehen. Und dann hat die Tierärztin gesagt, naja, dann sollen die Nachbarn denen halt einfach auch mal was zu essen geben. Und dann haben die das gemacht und dann haben die Raben quasi die ganze Nachbarschaft, das ganze menschliche Dorf so adoptiert im Grunde. Die waren Teil des Clans, Teil des Rudels. Und dann gab's, also wie gesagt, es ist ein Reddit-Post, ne? Aber trotzdem, I want to believe. Ich möchte den glauben. Und es ist auch nicht so abwegig. Dann ist ein älterer Mann gestürzt eines Tages. Und in seiner Einfahrt. Und dann haben sich alle Krähen in der Einfahrt von diesem älteren Mann versammelt und ganz laut geschrien und furchtbaren Lärm gemacht, sodass die Nachbarn geguckt haben, was da los ist. Und so haben sie den gestürzten Mann gefunden und haben den Krankenwagen gerufen, früher als sie es ansonsten wahrscheinlich getan hätten. Und das sind Raben. Okay, es ist jetzt echt voll blöd, aber ich glaube, ich muss jetzt wieder in den Treppenraum. Ich muss einfach in den Treppenraum. Das ist deswegen doof, weil da immer noch diese drei vermaledeiten Zombies rumgammeln. Es sei denn, okay, eine Idee habe ich noch. Einen habe ich noch, meine Damen und Herren. Einen habe ich noch. Wer war das? Otto Walkes, ne? Mit einem habe ich noch. Otto Walkes. Kann man sich heute auch teilweise nicht mehr anschauen, ne? Um Gottes Willen.
war halt ein Held meiner Kindheit. Bei jeder längeren Autofahrt waren Otto Walkes Kassetten, Audiokassetten im Kassettenrekorder im Auto. Ganz normal. Heute ist natürlich viel davon nicht mehr zeitgemäß und sehr problematisch, aber ist halt ein Kind seiner Zeit, ne? Ich bin jetzt niemand, ich bin politisch tatsächlich sehr korrekt und so weiter, ich bin voll woke, wenn man so will, aber ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, das Zeug aus den 90ern ist schlecht, weil das waren halt die 90er, mein Gott, ne? Das war halt eine andere Zeit, ein anderes Empfinden, anderes gesellschaftliches Empfinden, anderes Moralsystem. Das kann man halt nicht mit heutigen Maßstäben bewerten. Wenn jetzt heute sich jemand auf eine Bühne stellt und teilweise die problematischen Otto Walkes-Witze macht, dann ist das was anderes. Dann sage ich, yo, okay, das sollte man vielleicht nicht mehr machen. Aber ich finde es Quatsch und ich glaube, das macht eigentlich auch niemand. Ne? Das machen die wenigsten. Aber ich finde es totalen Quatsch, wenn man sagt, okay, das ist schon damals verurteilenswert gewesen. Weil dann denke ich mir, ja gut, aus heutiger Perspektive, aber damals hat man das nicht gewusst. Dann muss man schon ein eigenes Maß anlegen. Ach, dammit. Hier bräuchte ich die... Ach nee, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ach so. Das geht natürlich auch. Das war jetzt gar keine Absicht, aber das ist gar nicht blöd. Aber jetzt wartet noch mal ganz kurz. Drehe ich noch mal schnell um. Die Frage ist halt dann, und das ist eine Frage, die finde ich wirklich schwierig. Für mich persönlich auch. Wie geht man heute damit um? Ich würde jetzt obviously meinen Kindern zum Beispiel, wenn ich welche hätte, nicht irgendwie die alten Otto-Gags vorspielen, weil da werden halt schon so rassistische Stereotype reproduziert, die ich nicht in eine neue Generation pumpen will, ne? Das ist klar. Aber, ja. Mein Gott. Was willst du machen? Na gut, Leute, und mit diesen Worten würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die tentakulären Kräfte der Awesomeness mit euch sein. Ciao.